Grüß euch, ich bin der Hansi, Bergführer von Alpine Welten. In unserem Alpin-Tutorial zeige ich euch heute die Notfallausrüstung, die im Gebirge immer mit dabei sein wird. Egal auf welche Tour ich mich begebe, ich habe immer eine allgemeine Notfallausrüstung mit dabei. Erste-Hilfe-Sets gibt es in verschiedenen Ausführungen. Pro Seilschaft sollte mindestens ein umfangreiches Set mit dabei sein. Der Biwaksack ist vielseitig einsetzbar und kann im Notfall vor Unterkühlung schützen. Mittlerweile sind kleine, leichte Notfallbiwaksäcke aus sehr dünnem Material erhältlich. Für den Abtransport eines Verletzten sollte jedes Team aber eine robustere Variante mitführen. Die Rettungsdecke kann bedingt vor Unterkühlung schützen, ersetzt den Biwaksack jedoch nicht. Eine provisorische Stirnlampe sollte auch bei Tagestouren in jeder Deckeltasche zu finden sein. Eine kleine Lampe wie das E-Light von Petzl ist im Notfall Gold wert. Mit 27 Gramm fällt diese Lampe im Rucksack gar nicht auf. Ein funktionsfähiges Mobiltelefon kann der Schlüssel zu einer Bergrettung sein. Achte darauf, für den Notfall genügend Akkuleistung zu haben. Im Zweifelsfalle sollte man das Telefon während der Tour ausschalten. Vorsicht bei kalten Temperaturen. Dann das Telefon ausschalten, in einem Ziplock-Beutel nahe am warmen Körper tragen. Um im Ernstfall richtig handeln zu können, bietet es sich an, regelmäßig einen Erste-Hilfe-Kurs zu besuchen. Lerneinheiten in behelfsmäßiger Bergrettung sind eine gute Investition für jeden von uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auf unseren YouTube-Channel vorbei, wir haben noch einen Haufen andere interessante Themen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß in die Berge.